Deutschlands Frauenfußballfans schon in WM-Laune. 17 Tage vor dem Auftaktspiel gegen Marokko ist der letzte Test in Fürth angesetzt. Gegner Sambia. Martina Voss-Tecklenburg, die Bundestrainerin, hat 8 Akteure des VfL Wolfsburg nominiert. 2 kommen vom FC Bayern und eine, nämlich Sarah Debritz von Olympique Lyon. Die deutsche Mannschaft in den weißen Trikots legt zügig los. Bereits nach 2 Minuten die Flanke von Jule Brandt und der Kopfstoß kommt von Clara Bühl. Die Außenstürmerin vom FC Bayern scheitert nicht nur an Musonda im Kasten des Gegners aus Sambia. Der Ball war auch zuvor im Tor aus. Ein Treffer hätte ohnehin nicht gezählt. Sambia, der Gegner, spielt stark. Allerdings nur die Nummer 77 der Weltrangliste. Deutschland Nummer 2 im internationalen Ranking. Aber Sambia mit schnellem, schnörkellosen Umschaltspiel. Der schöne Pass auf Barbara Banda, die 23-jährige, vernascht zumeist mal Katrin Hendrich, aber ihr Schlenzer geht weit am Kasten von Merle Frohms vorbei. Dennoch beste Laune auf der Tribüne bei den sambischen Fans. Barbara Bender, 23 Jahre jung, spielt in Shanghai, eine sehr auffällige Akteurin. Der Rhythmus war noch nicht so richtig ausgeprägt im deutschen Team, denn auch Martina Voss-Tecklenburg sieht, ihre Mannschaft hat Schwierigkeiten, Chancen zu generieren. Wir sind bereits in der 19. Minute, als die Flanke von Svenja Huth bei Felicitas Rauch landet. Aber die Wolfsburgerin, heute als Linksverteidigerin aufgeboten, möglicherweise auch im Abseits stehend, verpasst eine gute Chance zur Führung. So richtig rund läuft es noch nicht nach dem etwas mäßigen 2:1 gegen Vietnam. Jetzt ein 0:0 gegen Sambia. Und der Gegner wird immer kecker, immer frecher. 40. Minute, die nächste Gelegenheit für Barbara Banda, die auffälligste Akteurin auf dem gesamten Platz im Fürther Rohnhof. Vorbei an Marina Hegering, aber eben nicht vorbei an Katrin Hendrich. Die Wolfsburgerin rettet in überzeugender Manier das 0:0. Das Leistungsgerechte ist in dieser Phase, die deutsche Elf nicht etwa klar überlegen gegen die Nummer 77 der Weltrangliste, gegen Sambia. Und so ein bisschen Verzweiflung macht sich dann auch breit. Alexandra Popp, die beste Stürmerin der Nationalmannschaft, mit einem, ja, Verzweiflungsschuss, der auf dem Kasten landet. 0:0 zur Pause. Keine gute Laune bei Martina Voss-Tecklenburg. Bei den Fans von Sambia sieht das schon ganz anders aus. Zweiter Durchgang. Die deutsche Elf hat 2-mal gewechselt, aber sie bleibt hinten anfällig. Banda! Und die feilschnelle Stürmerin erzielt 3 Minuten nach Wiederbeginn das nicht ganz überraschende 0:1. Die Linksfüßerin spielt in Shanghai, verdient dort ihr Geld und ist eine Augenweide, so sie denn in ein 1-gegen-1 gehen kann. Ausschlaggebend der Ballverlust von Jule Brandt. Und dann ist es der Zuckerpass von Kunda Nanji. Es ist kein Abseits. Und dann schauen wir mal, was Barbara Banda mit der deutschen Defensive anstellt, die nicht aufmerksam genug ist. Die Innenverteidiger Hegering und Hendrich können nicht mehr eingreifen. Merle Frohm, die deutsche Nationalkeeperin, ohne jede Abwehrchance. Nach 48 Minuten also die kalte Dusche. Die zweite Halbzeit beginnt mies für das deutsche Team. Umso besser für den Außenseiter aus Sambia, der zum ersten Mal an einer Fußballweltmeisterschaft teilnehmen wird. Die Antwort der Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg, immerhin Vize-Europameister geworden letztes Jahr. Tolle Flanke von Clara Bühl, aber sowohl Magul als auch Alex Popp in der Mitte verpassen die scharfe Hereingabe. 50 Minuten absolviert. Und wieder macht sich Sambia auf. Und wieder ist es ein Fehler der deutschen Abwehr, wie hier von der eingewechselten Nüsken. Banda mit dem Zuspiel, Lubanji schießt. Und dann ist es die eiskalte Nummer von Rachel Kundananji. Die 23-Jährige, die in Madrid spielt, legt schonungslos die Schwächen der deutschen Defensive offen. Nochmal, Nüsken holt sich hier den Ball, aber Barbara Banda ist cleverer. Stellt den Körper dazwischen, dann greift sie keiner an. In der Mitte hat Lubanji freie Schussbahn, scheitert zunächst noch. Aber Rachel Kundananji markiert eiskalt das 0:2
Abermals ist die Wolfsburger Keeperin Merle Frohms ohne jede Abwehrchance. Binnen 6 Minuten schießt Sambia 2 Tore und jetzt kommt auch noch Pech dazu bei der deutschen Elf. Nach dem Freistoß der eingewechselten Caroline Simon trifft Sirke Nüsken, deren Kopfball von Musonda, der Keeperin aus Sambia, so gerade noch an den Pfosten gelenkt wird. Nach 67 Minuten bleibt das also beim 0:2, aber die deutsche Elf nun besser im Spiel, findet mehr Räume, findet mehr Tiefe. Caroline Simon nach ihrer Einwechslung belebend fürs deutsche Spiel. Super Flanke. Und ihre ebenfalls eingewechselte Mannschaftskameradin Sydney Lohmann vom FC Bayern München. Artistisch zwar, aber eben auch nicht erfolgreich. Beide waren 4 Minuten zuvor eingewechselt worden. Simon und Lohmann für Rauch und Jule Brandt. Das deutsche Spiel wird besser, wird gefährlicher, wird emotionaler. Und nun häufen sich auch die Torgelegenheiten, meist durch Standards. 75 Minuten durch, klasse Gelegenheit. Doch Caroline Simon, eine extrem gute Einwechslung der Bundestrainerin, nagelt den Ball zum Leidwesen der Mannschaftskameraden nur an den Querbalken. 0:2, man möchte sich um Gottes Willen nicht mit einer Niederlage Richtung WM, Richtung Australien, Neuseeland verabschieden. Nächster Freistoß, 3 Minuten später, dieses Mal durch Lina Magol. Aber auch sie scheitert wie ihre Mannschaftskameradin vom FC Bayern München, Sydney Lohmann, letztlich an mangelnder Präzision. Und dann gibt es eine Nachspielzeit von 10 Minuten. 90 plus 1 absolviert. Spielstand 0:2. Simon mit dem Eckball. Und da ist das 1:2. Lea Schüller, die Akteurin vom FC Bayern München, mit ihrem 31. Länderspieltor. Auch sie eingewechselt. In der Liga hat Lea Schüller 108 Bundesliga-Tore bereits erzielt. Jetzt genau zur rechten Zeit das Anschlusstor zum 1:2. Sträflich freigelassen. Klasse Kopfball nach der Ecke von Caroline Simon. Keine Chance für Musonda. Und es sind ja noch 9 Minuten zu spielen bei dieser opulenten Nachspielzeit von insgesamt 10 Minuten. Tolle Flanke von Svenja Huth. Alexandra Popp. Kann nicht wahr sein. 100. Minute. Oben rechts steht's. 90 plus 10. Alexandra Popp macht den Ausgleich mit ihrem 62. Länderspieltor. Niemand, aber auch niemand stört die Wolfsburger Stürmerin bei ihrem Kopfball. 2:2, ein versöhnliches Ende. Nach 100 Minuten Deutschland kommt nochmal und rettet möglicherweise ein Remis. Oder doch nicht? Wir sind in der 112. Minute. Der lange Pass von Lungu nach dem Fehler beim Einwurf. Und das ist die Chance für die Dame des Abends. Die beste Spielerin auf dem Platz, Barbara Banda, setzt den Knockout. Ein Wahnsinnsfinale. In der 102. Minute setzt die beste Spielerin auf den Platz, Barbara Banda, die ja in Shanghai spielt, also sehr exotisch ist, den fulminanten Schlusspunkt zum 2:3. Durch einen vermeidbaren Fehler beim Einwurf, den Clara Bühl so mehr oder minder versemmelt, kommt, hier sehen wir die Szene, Sambia zu dieser Gelegenheit, der lange Ball von Lungu. Und dann ist es ein ungleiches Duell zwischen Katrin Hendrich, der 31-jährigen Wolfsburgerin, und auch Merle Frohms, steht natürlich deutlich zu weit vor ihrem Kasten. Alles kein Ding für Barbara Banda. Die macht ein schönes Tor zum 3:2. Deutschland reist mit einer Enttäuschung nach Australien und Neuseeland zur WM.